So Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Driver San Francisco. Genau, springen wir direkt mal in die nächste Mission. Sonderausgabe. Der Blitz trifft nicht zweimal, Jack. Und wenn wir weiter Mist filmen, wird der Sender Amerikas allerbeste Verfolgungsjacken 4 nie kaufen. Hey, ich wollte es Arschlöcher auf der Straße nennen. Wenn wir jetzt nicht ein paar gute Unfälle drehen, dann können wir uns von unserer Karriere verabschieden. Oh, für Unfälle bin ich immer da. So, dann zack mal her. Shift in ein beliebiges Auto. Achso, Stunts in der blauen Zone Film. Okay, also direkt vor dem Auto. Also Stunts auch im Sinne von Unfälle, oder wie? Okay. Die 30 Meter driften. Ich gebe Jack einen Drift. Bin ich tot? Sie sind in einem Taxi. Sind Sie ein Okay. Wer mag einen kleinen Klaps auf die Stirn? Ein Frontalzusammenstoß? Auch gut, hier läuft eh nichts. Okay, Frontalzusammenstoß. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich muss ja erstmal in den Gegenverkehr. Sorry, Leute. Bei einem von euch steigt gleich die Versicherungsprämie. Hier mit dem Wagen? Nee. Der ist ja nicht in der blauen Zone. Da war gerade kein anderer. Ja, weiß ich doch. Moment. Erstmal jetzt anderen Wagen suchen. Am besten diesen hier. Nicht lang fackeln, ich zahle das Doppelte. Kein Problem. San Francisco, Stadt. War das wieder der gleiche Wagen gerade? Fahr über 240. Ja gut, das wollen wir aber. Das kriegen wir aber hin. So, wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Ja genau, ey. So ein Assi, ey. Du brauchst Material? Okay, wer möchte ein Knöllchen? Toll, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Nicht mehr so viel Nitro. Und wegen dem Typen, der da noch vorne eingeschwenkt ist. Er kommt nicht mal auf 240, nicht so richtig. Qualitätsfernsehen? Okay. Wem steht der Sinn nach Bleifuß? Moment, ich kann ja wahrscheinlich auch einen von dieser Fahrbahn nehmen. Der da entgegenkommt. Ganz genau, Liebes. Gib doch Gas! Oh Gott, ey. Das ist so doof, manchmal drückt ja das Nitro nicht ganz durch. Das kann ich irgendwie nicht ganz verhindern. Sondern kommt irgendein schneller Wagen hier. Für Gegenfahrbahn. Hier, die Corvette. Jetzt komm, gib Gas. So, mit Bullen macht das doch gleich mehr Bock. So, und jetzt? Gucken, was ich drauf hab. Gehen wir mal auf 160 im Gegenverkehr. 160 im Gegenverkehr? Das habe ich doch gerade gemacht. Mindestens. Oder was wollen die jetzt von mir? Ja toll, der kann 160 in den Gegenverkehr? Das mache ich doch jeden Tag. Ja echt, ey. Gar kein Ding. Ich spürte wie deine. Ach gut, war jetzt nicht Gegenverkehr. Ach, die blaue Zone ist so klein. Ich hoffe, der kommt auf 160. Ja, so gerade eben und lass voll gegen den Wagen jetzt. Nee, gar nicht. Zeit für ein bisschen Spaß mit den Jungs in Blau. Oh Gott, wir sollen ja aber einiges machen, ey. So, schaffen wir mal den. Eine Verfolgungsjagd. Ich sorge dafür, dass die Zuschauer sie auch verfolgen können. So, da vorne kommt noch eine Bullerei. Da haben wir es auch schon geschafft. Ich wusste, dass die Irren von Frisco mich nicht hängen lassen. Und da haben wir es auch endlich. Hey, schön mit dir zu arbeiten. Das war erst der Anfang, Marie. Diese Show wird der Hammer. Ja, nachdem jetzt eine gute Folge hattest mit mir, wird es dann steil bergab gehen. Aber gut. Ihr hattet mir wieder ein paar Fragen gestellt. Da möchte ich jetzt auch eigentlich ganz schnell drauf zu sprechen kommen. Dann kommen den Cops. Ja, gut. Was denkst du dir denn, Phil? Aber wir haben doch die Disc, oder? Wir sollen ein verdecktes Ermittlerteam sein. Und du rennst mitten über die Bühne und klaust dem chinesischen Botschafter seine Aktentasche, während er eine Rede vor einer Schulklasse hält? Ich habe irgendwie improvisiert. Mit deinem Arsch hast du improvisiert. Ja. Genau. Eine Frage wir war... Wir müssen abhängen und einen Unterschlupf erreichen. Mit Vergnügen. Wo war das gleich? Die Zentrale schickt es jetzt auf dein PDA. Doch, das wird nicht leicht zu erklären sein.
Klar wird es einfach. So, ob ich ein Rennspiel empfehlen kann, egal welches Alter. Also kann ich eigentlich jede Menge empfehlen, vor allen Dingen Need for Speed Underground 2 und Most Wanted. Need for Speed Carbon kann ich auch noch empfehlen. Ansonsten hier dieses Driver San Francisco ist nicht schlecht. Aber ich hab die Disc, oder? Ja, ja, die hast du. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast die Standarddefinition für verdeckte Ermittlungen neu geschrieben. Ab jetzt versteht man unter heimlich eine Verfolgungsjagd mit quietschenden Reifen und Massenkarambolage. Ach, wird schon. So, dann aber Xbox-exklusiv Forza. Also eigentlich jeden Teil. Machst du das absichtlich? Die sind ein bisschen mehr, die sind ein bisschen mehr auf, wie heißt es, auf Realismus und Simulation getrimmt. Also Forza Horizon zum Beispiel macht das ein bisschen anders. Wir werden sie doch abhängen. Sieh nicht hin, aber die holen auf. Ich weiß. Lass mal die Schnauze halten jetzt. Ich will mir ein bisschen was erklären. Das ist gut, Phil. Wir hängen sie ab. Ja, jetzt nicht mehr, weil du nur so eine Scheiße erzählst. Holen uns ein. Nur wegen dir. Ah, das Auto ist fahrbar. Dann fahr es. Weil da müssen wir schon rein. Da kann ich aber nicht mit den Bullen rein. Warte mal. Wenn die nicht gerade auf der Flucht wären, würde ich... Wie viele das sind, ey. Ja, jetzt komm. Muss mal irgendwie jetzt hier ein bisschen abhauen. Also am liebsten würde ich die einfach kaputt hauen. Boah, diese Beifahrer immer, ne? Das wird jetzt gerade etwas heftig für... Also Forza Horizon ist da ein bisschen anders. Das ist ein bisschen mehr Arcade-lastiger. Aber auch noch mit der guten Steuerung von Forza. Dann gibt es noch Dirt. Das ist eigentlich auch keine gute, keine schlechte Serie. Bullen abhängen, kann ich. Aber nicht sehr gut, sonst wären wir nicht hier. Phil! Ja, die sind hartnäckig. Das sind sie. Alter, lenk doch. So, was gibt's denn? Hau den Lukas. Ja, das war ich jetzt zwar nicht, aber gut. Was gibt's denn noch? Ja, ansonsten gibt's eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber das war jetzt auch schon eine ganze Menge. Also die, ich habe jetzt mehr so die ganze Reihe von Forza und Dirt gemeint. Ansonsten... Vielleicht fällt mir irgendwie spontan auch gleich was ein, aber das sind so die großen Titel für mich zumindest so. Wo ich meinen Spaß hatte oder haben werden würde. Oder gehabt hätte. Hätte ich sie spielen können. Hab ich was gesagt? Sieh nicht hin, aber die holen auf. Ich weiß. Und diese Alte da, ne? Wenn es eins gibt an diesem Spiel, dann sind das immer die teilweise nervigen Beifahrer. Ich meine, manchmal sind die ja ganz korrekt, aber teilweise geht's echt nicht klar. Tu etwas, Phil! Hast du einen Plan C? Laufen wir ein? Nö. Plan C, ich schmeiß dich aus dem Auto. Phil, das kannst du besser. Ja, wenn du nicht dabei bist. So, Mann, die Typen wissen, dann war noch eine andere Frage, ob ich Sleeping Dogs kenne oder das eventuell Let's Playen könnte. Da ist ganz so eine Frage. Musst Eier aufschlagen. Sag, dass du das nicht ernst meinst. Das ist gut, Phil. Wir hängen sie ab. So, jetzt sind zumindest keine mehr da. Just Cause 2, eventuell habt ihr es schon gehört. Ich will das ganze Projekt eventuell jetzt erstmal beenden und wieder Platz für Neues schaffen. Da würde Sleeping Dogs eigentlich ganz gut reinpassen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich habe das schon komplett als Let's Play bei The Wolverus zum Beispiel gesehen. Finde es auch ganz gut soweit. Weiß aber nicht, ob ich es noch selber spielen möchte unbedingt, weil es halt auch... Es bleibt halt einfach ein Open-World-Prügler eigentlich und mehr auch nicht. Deswegen, es ist ein gutes Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt selbst nochmal spielen möchte. Dampf, wo kommen die denn her? Ach, da ist was faul. Wir wurden gelinkt. Von wem? Spielt keine Rolle. Es wird Zeit, die aufzurufen. Na gut. Also nochmal woanders hin. Hey, Don. Gib ab. Wen rufst du an? Psst. Ah, Don. Hör mal, wir werden verfolgt. Wir sind raus. Und, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich kenn's und ein Let's Play würde ich nicht ganz abwägen. Oh. Jawoll. Wir fahren zwar eigentlich gerade in die falsche Richtung, aber Hauptsache wir hängen die gerade mal ab. Aber nicht sehr gut, sonst wären wir nicht hier. So, jetzt halt mal an so langsam.
Wir sind jetzt alle da rechts und die checken es trotzdem nicht. So, wir müssen irgendeinen Typen einholen. Dann war noch eine Frage, ob ich Mafia 2 Let's Playen könnte. Da kann ich schon mal gleich sagen, dass ich es nicht machen werde. Weil Mafia 2, ich weiß nicht, ich finde es nicht so gut. Ich habe mir auch damals mal ein Let's Play dazu angeguckt, komplett. Und auch da bleibt natürlich die Story relativ gleich. Ich finde, man kann bei Mafia nicht so viel Scheiße bauen wie bei... wie komme ich denn das am besten hoch? Wie bei GTA zum Beispiel. Na, warte mal. Und, stecken gut was ein. Ja, da muss ich gar nicht hoch. Heute Nacht müssen wir den Wagen sowieso abfackeln. Dachte ich gerade. Ach, da vorne ist er. Jetzt ruckelt so mega. Warum? In den LKW fahren. Ich hoffe gleich jetzt auf mit dem Ruckeln. Ich finde Mafia 2 ist nicht ganz so geil. Also, mir gefällt das Szenario an sich ganz gut. Ich kenne aber jetzt auch schon die Story. Fand die Story jetzt aber auch nicht so mega gut. Und ich weiß nicht, ich mag Mafia 2 an sich nicht so gerne. Ich weiß nicht, da können viele andere Leute anders sehen, aber naja, ich weiß nicht, ich finde es halt nicht so gut. Klasse, Sophie. Wir werden Sie und deswegen, nein, werde ich nicht. Auch nicht früher oder später. Was, der Truck? Und was soll das bringen? Ah, verstehe. Fahren rein. Ganz genau. Heidewitzka. Du weißt, was zu tun ist? Hinten in den Laster reinfahren? Guter Junge. Ha, so, warte, das mal hier fangen. Schon immer mal machen. Ah, schade. Ich dachte, wir fahren jetzt automatisch in den Laster. Ich sag doch, es klappt. Ja, dazu. Schnauze jetzt. So. Können wir gleich die nächste machen. So, und zwar hier alle LKW zerstören, die falsche Medizin transportieren. Ah ne, machen wir mal erst die Hauptmission, oder? So, gucken wir mal. So, hier. Hinweis auf Layla untersuchen, machen wir das nochmal. John, Mann, hab ich satt, mein Leben zu retten. Hör mal, John, ich hab genug Jones. All diese knappen Dinger und wir haben immer noch... Ich weiß, wo Layla ist. Wir haben Infos, dass eine kostbare Fracht den Besitzer wechselt. Schätze, sie macht das für Jericho. Okay, wir finden Layla, wir kriegen Layla. Okay, eine Sekunde. Moment, geht gleich weiter. So, jetzt aber. Alter. Lass doch mal jetzt dein Gejammer sein, denn Layla ist unsere einzige Spur. Ich warte darauf, sie hochzunehmen, seit sie Jericho beim Ausbruch geholfen hat. Und jetzt, wo Ordell aus dem Spiel ist, gibt es keinen Grund mehr zu warten. Aber warum taucht sie jetzt auf? Sie weiß, dass du an ihr dran bist. Das ist keine Wissenschaft, John. Sie ist leichtsinnig oder wähnt sich in Sicherheit. Wen kümmert's? Ist gar nicht so leicht, mit einer Hand zu fahren und dann irgendwie noch eine Flasche hier... wie heißt es? Also, was einzugießen und dann noch zuzumachen und richtig hinstellen, was ich jetzt gerade nicht geschafft habe. Egal. So, gucken wir mal hier. Und jetzt hinter Layla her. Ja, danke schön. Ist sie das? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Gehen wir näher ran. Das sind Raben übrigens. Mit Layla. Eine Falle, John. Wir haben Gesellschaft. Bring uns hier raus, Mann! Zentrale, hier ist Wagen 4030. Fordere Verstärkung an. Wir werden angegriffen. Sind auf dem Weg zur Route 101. Roger, Wagen 4030. Halten Sie durch. Wagen 4030. Einige Kollegen haben was Neues zu ihrer Fahndung gemeldet. Ein schwarzer Hammer, der auf der Route 101 Richtung Westen fährt. Das muss Layla sein. Ganz bestimmt. Wir haben gerade andere Probleme, John. Nein, das ist unsere beste Chance, sie zu erwischen. Ja, ich feier schon. So, ja, das war's, glaube ich. Eine andere Frage war noch, das wurde jetzt schon zweimal gefragt, weil ich es einmal übersehen hatte. Oder vergessen hatte. Hör auf zu jammern, es geht nicht um dein Ego. Tu's einfach. Und zwar, was ich von dem Tod von Kates Krankenschwester halte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's irgendwie nicht mitbekommen. Mich interessiert's auch
ehrlich gesagt überhaupt nicht, also null, sonst hätte ich es ja mitbekommen wahrscheinlich. Also Kate, ich gehe mal davon aus, von der hier Thronprinzessin, wie auch immer, aus London. Und die ist ja schwanger und da ist ja bestimmt irgendwas oder soll ja irgendwas mit der Krankenschwester gewesen sein, keine Ahnung. Sie muss einfach da sein. Ich habe jetzt auch null Plan, ob die einfach so gestorben ist oder umgebracht worden ist oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Mich interessiert es eigentlich auch nicht, die Bohne, sage ich mal. Lass uns den Sack zumachen, Tanner. Ich sehe eine Belobigung und einen großen Orden für mich. Wie komisch, ich sehe kalten Kaffee, nächtelanges Berichte schreiben. Lass mich doch träumen. So, sind und kommen, das ist schon mal ganz gut. Die werden aber wahrscheinlich gleich wieder auftauchen. Also interessiert mich nicht, genauso wenig wie andere Throngeschichten oder sowas. Da ist sie ja. Nimm sie dir vor, John, und versteh es nicht falsch. So. Konzentration. Ja, ja, Konzentration. Ich brauche was Großes und Schweres. Ja. Es geht auch mit anderen Mitteln. Ja. Busse, oder auch nicht. Ich ramme mich nämlich einfach mal selber mit dem Wagen. Ja, geil. Nehmen wir den hier. Also, Patnisch, wie willst du für mein Alter, willst du mich verarschen? Die Handschuhe auf. Hey, Leyland Gas kommt jetzt, ja von wegen. Ich bin dran. Mein Wagen ist ja fast im Arsch. Warum? Das war jetzt aber lächerlich, ey. Wähle den Zeitpunkt mit Bedacht. Was für ein Zeitpunkt? Da ist sie ja. Nimm sie dir vor, John. Versteh es nicht falsch. Ja, ich weiß doch, dass sie da ist. Ich brauche so etwas, das schnell und schwer ist. Du hältst dich besser fest, das wird eine schnelle Fahrt. Dass du schneller fährst als ich. Den Tag werde ich nicht erleben. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir irgendwie hinten mit so einem Wagen nochmal drauf fahren. Oh, fuck es bloß nicht, Harvey. Unsere Zukunft in der Film. Ja gut, das ist jetzt. Was natürlich auch geil wäre. Schön langsam. Den Wagen da mal so hinten dranhängen. Hey, pass auf! Okay, okay. Also quasi, so ein Abschleppwagen nehmen. Und die Layla dann da so dran festmachen. Ob die dann da wohl wieder wegkommen würde? Oh. Oh. Na, Angst davor, $20 zu verlieren. Wie bitte? Jack. Oder Angst, $100.000 zu verlieren, weil der Wagen jetzt im Arsch ist. So, und einen letzten Schlag. Hammer gegen Hammer. Zappelt aber. Verfolgen wir die mal zum Revier und spielen ein bisschen guter Bulle, böser Bulle? Zeitverschwendung, Jones. Das ist nicht ihr erstes Rodeo. Sie wird gar nichts sagen. Vielleicht doch. Nein, wird sie nicht. Aber mit Layla aus dem Weg wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Also, das ist dein Plan? Hier rumhängen und warten, dass Jericho uns jagt? Wir kommen zu nah ran und wir haben mit seinem Spielzeug gespielt. Glaub mir, er wird uns jagen. Ja, gucken wir mal. Ist keine Gefahr mehr, aber sie redet auch nicht. Alle unsere Spuren sind abgerissen, aber Jericho will immer noch, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Vielleicht muss ich mich als Köder anbieten, könnte die einzige Hoffnung sein. So. Haben wir die auch nochmal erledigt, die Mission? Dann können wir jetzt nochmal irgendwie eine Herausforderung oder so zuletzt probieren. Autos wurden gestohlen, bringen Sie den Kopf zurück. Ja, gucken wir mal. So, das ist nämlich jetzt eine Herausforderung. Ja, genau. Und na, also, Kate, wie gesagt, interessiert mich null. Was jetzt all die anderen Fragen angeht, zum Beispiel war da noch. Was war denn da noch? Genau, dass ja bald in GTA 5 rauskommt und ich es ja nicht let's playen kann, weil es ja nur für die Konsole rauskommt.
Und da wurde dann so gefragt, was denn da noch so für Let's Plays kommen könnten, also irgendwie Mass Effect 4 und die ganzen Fortsetzungen halt. Und da kann ich direkt schon mal sagen, GTA 5 wird noch für den PC kommen, nur halt jetzt noch nicht. Es wird halt nur ein bisschen dauern, ich denke mal so im August oder so wird das kommen. Ups. Bisschen beschädigt, aber kein Problem. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Geradeaus und dann, ja gut, das ist ja nicht ganz so schwer. Und ansonsten, genau, also da das wird noch früh genug kommen, denke ich. Dann habe ich halt zwar ein bisschen Pech, dass andere das schon sehr viel früher Let's Playen können. Allerdings gehe ich da noch ohne Zeitdruck ran. Ich muss nicht Part für Part raushauen. Also ich kann mir einfach mal Zeit lassen. Und dafür die Parts dann irgendwie ordentlicher gestalten oder besser aufnehmen oder so, weil ich es eben nicht ganz so eilig habe. Und es ist auch ein Vorteil. Also man muss auch die Vorteile darin sehen, dass ich es nicht sofort Let's Playen kann. Und genau. So, was jetzt die anderen Let's Plays angeht. Call of Duty sage ich schon mal nein. Also ich habe noch kein Call of Duty Let's Play. Ich werde auch kein Call of Duty Let's Playen. Kein Modern Warfare, kein Modern Warfare 2, kein Black Ops und auch die neueren Teile, auch Modern Warfare 4, was da noch kommt wahrscheinlich. Das interessiert mich null. Es ist einfach nur Geldmacherei von denen, von Activision. Also Teil, hier wäre es Teil 4 und vorherige waren ja scheinbar noch relativ gut, also ziemlich gut sogar. Das kann ja gut sein, aber mittlerweile ist es einfach nur eine Geldmacherei und ich unterstütze das halt nicht, dass ich mir dann, weiß ich nicht, so ein Spiel kaufe, was schon die Engine von vor 6 Jahren benutzt, wo die Leute halt immer noch gemolken werden, sage ich mal, und es irgendwie dann doch jeder wieder kauft und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Zumal ich sowieso mehr der Battlefield-Spieler bin, wenn das was das angeht. Ich mag zwar auch kleine Maps, ich muss zugeben, ich hatte mir dieses Batman Imposers, Gotham City Imposers oder so, was es Free-to-Play für Steam gab. Das hatte auch so ein bisschen den Ansatz, wie Call of Duty. Das hat mir halt wirklich Spaß gemacht, aber Call of Duty an sich, so das Spielprinzip, das kann ja nett sein. Aber ich unterstütze einfach Call of Duty nicht und das, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Genauso Diablo 3 kann ich auch nichts mit anfangen. Habe ich nie gespielt, werde ich nie spielen. Diablo ist zwar nicht das gleiche wie League of Legends, aber so die Sicht von oben, also diese Halbvogelperspektive zum Beispiel mag ich nicht. Diese MOBA-Spiele mag ich nicht, also League of Legends, Dota, die mag ich nicht. Weil da komme ich erstens mit der Community nicht klar und zweitens mag ich das Spiel, die Spielprinzip an sich auch nicht. Also wir müssen langsam mal ein bisschen reinhauen. Wir müssen nämlich die 4 Minuten 30 schaffen übrigens. Da ist ja auch noch ein Ziel vor Augen. Und genau. Diablo ist auch so ein Ding. Torchlight sind auch solche Spiele, die ich so vom Prinzip her... Also an sich, wenn man so mal überlegt, okay, man kann ordentlich leveln, man hat vielleicht eine geile Story, also so von Diablo, was ich so gehört habe, von Diablo 1 und 2, das war ja noch so ein bisschen von meiner Zeit, so was man von der Story hört, so dass man das Diablo, sag ich mal, so als mega Bösewicht so auch im Körper der anderen schlüpft, mehr oder weniger, oder dann zum neuen Diablo wird oder so, das finde ich an sich ist eine geile Story, aber ich finde auch dieses Spielprinzip dann nicht so geil, diese von oben Ansicht und so weiter. Irgendwie habe ich das nie so angesprochen. Auch Diablo 3 nicht. Und auch da wird dann da logischerweise nichts kommen. Jetzt kriegen wir erstmal 60.000. Geil. Ich habe übrigens den Lambo für 500.000. Den habe ich mir jetzt schon geholt. Gibt es noch den Multiplikator für 500.000 ebenfalls. Den werde ich mir jetzt noch nicht holen. Kann ich auch gar nicht. Was haben wir hier noch? Ich mache jetzt noch ein paar Herausforderungen in der Zeit, wo ich noch reden kann. Weil jetzt kann ich ja noch ein bisschen reden. Schulbus wurde vermint. Achso, bring ihn in Sicherheit. Nicht eher bringen die Kinder in Sicherheit oder so. So, gucken wir mal. Genau, also Diablo auch nicht. Was ich auch noch so also an Spielen nicht mag, sind zum Beispiel solche Sachen wie StarCraft oder so. Davon wird auch niemals von mir was kommen. Also,
beispielsweise jetzt einfach mal, StarCraft habe ich nie gespielt, mag ich auch nicht so, ist auch so die Community, die sind halt so mega Imba alle, also Imba im Sinne von, falls jemand den Begriff nicht kennt, was er jetzt wortwörtlich heißt, weiß ich nicht, aber halt overpowered und einfach nur unschlagbar, sag ich mal. Und teilweise auch mit unfairen Mitteln unbesiegbar. Das bedeutet quasi Imba. Wir fahren einfach mal geradeaus weiter. So, wahrscheinlich, wenn ich hier jetzt einen kleinen Crash baue, dass dann die Instabilität steigt, bis wir dann explodieren, falls ich jetzt nicht ganz aufpasse. Okay, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen vorsichtiger fahren, vor allem mit so einem dicken Schulbus. Mhm. Genau, also StarCraft, ich habe noch früher, wie heißt das? Hier, Command & Conquer Alarmstufe Rot gezockt. Das fand ich ziemlich geil. Das war so einer der ersten PC-Spiele wirklich, die ich gespielt habe. Metal Fatigue. Metal Fatigue, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. War zum Beispiel auch so ein Spiel. Das war auch so diese Sicht von oben, einfach so aufbauen und so. Das fand ich auch noch geil, aber mittlerweile fehlt diesen Strategiespiele wie auch Anno zum Beispiel oder so. Finde ich einfach nicht mehr so ganz so geil. Und mich hat das Ganze einfach verlassen auch. Wie heißt es denn? Von Sega diese Reihe. War irgendwas. Wo auch letztens erst ein neuer Teil oder vor einem Jahr oder so rausgekommen ist. Genauso, also ist einfach nicht so mein Spiel. Und genau, Moment. Wo fahre ich denn jetzt am besten lang? Wir fahren einfach mal geradeaus weiter noch. Aber ich meine, von der Zeit her reicht das ja locker, oder? Glaube ich. Naja. Genau, was noch? Genau, Mass Effect 4 wurde noch angeschnitten als Thema. Mass Effect ist so eine Sache. Also vom dritten Teil habt ihr ja wahrscheinlich bei mir gehört, bin ich nicht gerade begeistert gewesen. Im Let's Play war es in Ordnung, aber als ich mir dann die anderen Enden angeguckt habe, fand ich, war es schon sehr enttäuschend. Und was schade ist, ist, dass durch das Ende von Mass Effect 3 mir im Prinzip das ganze Mass Effect-Universum eigentlich gleichgültig gemacht wurde. Also, ich muss über eine bestimmte Anzahl an km/h fahren. Erinnert mich auch wieder an die GTA-Mission mit Lovefist. Oh Gott, ja, dann bin ich hier gerade ein bisschen falsch gefahren, ne? Oder ein bisschen doof. Aber hier schön kurvenreich und so. Ja, ich gebe doch Gas. Mass Effect 4 an sich, also das Mass Effect Universum, das ist eigentlich ziemlich geil. Also ich hätte noch Bock auf weitere Spiele. Shepard an sich, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das haben sie jetzt ja abgeschlossen, das ganze Thema. Mit Shepard wollen sie ja eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Was ich ganz gut finde. Ich finde blöd, also ein bisschen blöd, finde ich, dass sie für Mass Effect 4 so sehr auf die Community hören, dass sie halt erstmal komplett fragen, so, was habt ihr denn so für Ansätze für Mass Effect 4? Das finde ich einerseits blöd, weil es so rüberkommt, als hätten sie selber keine Ideen. Und das ist halt schlecht, zunächst einmal. Das andere ist natürlich ganz gut, weil man jetzt weiß, okay, das Ende ist schlecht angekommen. Was wollen sie denn sehen, so sage ich mal. Und das ist so eine zweischneidige Klinge. Ansonsten, Mass Effect 4 an sich würde mich sehr interessieren. Also ich hätte Bock, noch mehr über das Universum zu erfahren und so weiter. Ich habe mir auch bei Rocket Beans TV, also von den Jungs von Game One, habe ich mir auch das Add-on Leviathan angeguckt. Das war auch ziemlich geil an sich so. Und nachdem hatte ich auch wieder Bock, irgendwie mal Mass Effect 2 oder so nochmal anzuzocken und nochmal durchzuspielen. Aber dann weiß ich halt wieder, okay, das Ende macht's mir wieder kaputt. Also von Mass Effect 3 zumindest. Warte mal. Das machen wir nochmal eben und dann wär's es auch. Ist wahrscheinlich schon wieder 2 GB groß die Folge, aber egal. Jetzt kann ich ja wenigstens ein bisschen was erzählen. Mass Effect 4 an sich würde mich interessieren. Würde ich auch ein Let's Play zu machen.
Es muss aber ein paar Voraussetzungen haben. Und zwar muss es, das weiß man natürlich ganz am Anfang noch nicht, aber es braucht einen guten Abschluss. Also wenn sie jetzt wieder so wie bei Halo jetzt, das war schon scheiße. Doch, Neustart. Wenn sie das jetzt so machen würde, eine neue Trilogie, fände ich das in Ordnung. Dann müsste das aber in einer anderen Zeitspanne spielen. Also, ich finde den Hintergrundgedanken von Mass Effect, was dort passiert, und dieses ganze Universum, das finde ich interessant, denn sie haben die einzelnen Rassen gut durchdacht, also die ganzen Spezies, meine ich. Rassen? Spezies? Also auf jeden Fall die Außerirdischen, sage ich mal. Die Kroganer, Turianer und so weiter, die haben alle eine bestimmte Hintergrundstory und sehen so aus, weil in ihrem Heimatplanet läuft das da so und so ab und so weiter. Alle haben verschiedene Rituale und mit verschiedenen Kriegen, die abgelaufen sind, die auch das alles sinnvoll erklären und so weiter. Und es macht halt alles schon Sinn und deswegen habe ich da Bock drauf. Und dann, wenn man jetzt noch Leviathan zum Beispiel kennt als DLC, also empfehle ich euch als Mass Effect Fan auf jeden Fall anzuschauen zumindest. Selber zu kaufen, ja, das ist so eine Sache, kostet halt relativ viel, 10 Euro glaube ich dafür, dass es halt dann irgendwie so 3 Stunden lang ist oder so. Aber eigentlich wichtige, sehr wichtige Informationen für die Story enthält. Da finde ich das dann schon wieder ein bisschen schade, dass dann sowas nur als DLC rauskommt und nicht direkt ins Spiel eingebaut wird. Kann aber sein, dass es dann halt erst später so gedacht wurde, hey, das ergibt Sinn, bauen wir das mal so ein. Kann natürlich auch sein. Aber kommen wir nochmal kurz zum Punkt, dass die Reaper ja zum Beispiel alle 50.000 Jahre, meine ich, waren das. Alle 50.000 Jahre, das intelligente Wesen oder die intelligenten Wesen, die quasi jetzt auf den neuen Planeten beispielsweise mal entstanden ist, dass sie das wieder auslöschen. Und wenn man halt so auch den Hintergrundgedanken versteht, wie das alles funktioniert und also um mal ganz kurz Leviathan nicht zu spoilern, aber kurz zu erklären, für alle, die irgendwie keinen Bock haben, sich das mal zu holen oder sich anzugucken oder so, da wurde beispielsweise gesagt, dass, also man trifft die Urrasse der Reaper. Das sind eben diese Leviathans. Die sehen so aus wie die Reaper und die Reaper sind quasi Maschinennachbauten davon. Und diese Reaper waren halt ursprünglich nur dazu gedacht, bei den Leviathan irgendwie für Ordnung zu sorgen. Ich weiß nicht ganz genau wie. Und irgendwann wurde es halt zu gefährlich für die und dann haben sie sich versteckt, die Leviathans. Und grundsätzlich, die Reaper sorgen dafür, dass intelligentes Wesen ausgelöscht wird, damit es nicht so passiert, dass das intelligente Wesen die Maschinen auslöscht, quasi. Einfache Kontrolle, so zur Ernte, so sag ich mal. Damit man selbst nicht ausstirbt, muss man halt seine Gefahr auslöschen. So, ganz simpel gesagt. Und für die Menschen und für das intelligente Wesen sind halt die Reaper gefährlich und für die Reaper ist halt die intelligente Rasse gefährlich, weil die könnten die Maschinen ja auslöschen. So, und ach komm, eins machen wir noch. Jetzt habe ich gerade Bock drauf. Und das andere, genau. Und dann haben sie noch erzählt, ultimative, naja, das machen wir jetzt nicht. Das dauert mir zu lange wahrscheinlich. Aber Mutproben nicht, sondern eine Herausforderung. Ist noch irgendwo eine? Ja, hier rechts sind noch welche. Oder eine zumindest. Was ist das? Siehst du, die Flüchtlinge nehmen auseinander. Ja, okay, gucken wir mal. Das sieht man zum Beispiel in Mass Effect 2, dass man auch da, kleine Spoilerwarnung, weil das ist dann im Prinzip schon wirklich ein Spoiler. Wenn man Mass Effect 2 noch nicht gespielt hat, dann bitte jetzt abschalten oder kurz weghören. Achso, das ist ein Filmherausforderung. Man erfährt in diesem Leviathan Add-on, dass man, dass die Reaper nach jedem Ernteabschluss, sag ich mal, nach jeden 500.000 Jahren so ein Reaper erstellen. Also Reaper ist ja an sich nur die Rasse, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen Rasse. Und nicht die Art und Weise, wie sie aussehen. So ein Arschloch, ey. So, warte mal. Fährt er da erstmal kackendreist rein. Und in Mass Effect 2 sieht man ja ganz am Ende so einen menschlichen Reaper. In Leviathan erfährt man, dass die Reaper nach jeder abgeschlossenen Ernte das Lebewesen, was sie ausgelöscht haben, als Reaper zu verwirklichen mit deren Blut und sowas halt. Also, was man...
entscheide dich doch mal, du Scheißwagen. Was man außerdem noch erfährt, dass, also bei Mass Effect 2 jetzt noch, oder bleiben wir ganz kurz bei Leviathan, sie wollen halt einen Reaper erstellen, der die, der das Erscheinungsbild des von dem trägt, der quasi ausgelöscht wurde. In Mass Effect 2 sieht man da beispielsweise einen menschlichen Reaper am Ende. Heißt also, sie hatten schon vor, die Menschen auszulöschen, ist ja klar, sonst wären sie ja nicht da. Und dann, die waren halt schon dabei, diesen Reaper, diesen menschlichen Reaper zu bauen und mit Menschen mit Menschen zu füllen quasi. Also zu schmelzen oder so. Halt irgendwie verflüssigen und da hineingeben, sag ich mal. Und da das jetzt ja schon einige, also diese 50.000 Jahre, da sind ja einige Reaper bei. Da werden dann ja noch die Proteaner als Reaper irgendwie noch erhalten sein und sowas. Und ich finde an sich diesen Gedanken, dass diese Reaper alle 50.000 Jahre kommen und das intelligente Wesen auslöschen, das finde ich an sich ist ein richtig interessanter Aspekt, weil man könnte eigentlich da so viel Geheimnisse drum wickeln. Wenn man jetzt ordentliche Storyschreiber hat, könnte man damit noch einiges machen und diese Proteaner zum Beispiel noch weiter ausarbeiten. Man könnte vergangene Kriege erzählen, man kann Kriege, die später stattfinden, erzählen. Man könnte beispielsweise auch so mehr oder weniger so ein RPG machen, wo man dann Kroganer spielen kann oder sowas. Und dann deren Geschichte erzählen und so weiter. Also da ist so viel Freiraum. Und da ist klar, dass noch was kommt. Also dieses Mass Effect 4, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein. Sie haben einfach ein unglaubliches Universum erschaffen, was man auch so einfach nicht wegwerfen sollte, ist ganz klar. Aber wie gesagt, Mass Effect 3, das Ende, das ist so schlecht gewesen. Also nicht schlecht im Sinne von, dass es nicht gut war, sondern es war einfach... ich will jetzt das Ende nicht spoilern. Also es war einfach... Man hätte so viel mehr machen können. Also das finde ich schade. Und das hat es irgendwie kaputt gemacht und wir haben die Herausforderung leider nicht geschafft. Aber, achso, das Ziel ist nur so viel. Hä, warte mal. Wenn ich das Ziel also nicht schaffe, kriege ich nur meinen persönlichen Highscore nicht, oder wie? Da ist das ja voll simpel. Moment, ja, dann fange ich mir den noch schnell. Aber an sich, Mass Effect interessiert mich immer noch, also... Teil 3 hat es mir zwar ein bisschen kaputt gemacht, aber so nach langem Überlegen, nachdem ich Leviathan geguckt habe, noch. Also ich bin schon noch interessiert dran, nur musste jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, sage ich mal. Und sie müssen sich halt wirklich Zeit nehmen. Also ich will nicht wieder so ein Debakel wie das Ende von Mass Effect 3 haben oder so. Also was wie bei Mass Effect 2, das wäre schon in Ordnung. Das war jetzt auch. Das war ein Twist mehr oder weniger. Schon fast. Gescheitert. Ja, warum, wozu mache ich das denn dann noch? Anstatt dann direkt die Mission zu beenden, sagen sie gescheitert. Das von Mass Effect 2, das Ende, das war auch ein kleiner Twist. Man hatte nicht viel, viel Freiraum, sage ich mal. Also es gab, glaube ich, zwei verschiedene Enden und die waren auch wirklich verschieden. Die hatten interessante Punkte. Nur ist es halt doof, wenn man jetzt so einen Punkt macht. Das will ich nur ganz kurz erläutern. Wenn man jetzt so einen Punkt macht, okay, ich mache jetzt ein Ende, wo ich in die eine Richtung oder in die komplett andere Richtung gehe und das in Teil 3 überhaupt nicht aufgefasst wird. Also das gesamte Mass Effect 2 Ende und von Teil 1, da gab es sowieso nur ein Ende. Wenn man dann schon sagt, okay, wir machen eine Reihe, wo man die Entscheidung treffen kann und so weiter, aber das dann nicht fortführt. Ich meine, in Teil 1... Da gab es noch Entscheidungen, aber nicht am Ende. Heißt also, da haben sie sich das schon mal gut gespart. Dann bei Teil 2 gab es zwei Enden. Glaube ich so im Großen und Ganzen. Man kann natürlich noch verschiedene Personen, die man irgendwie noch in der Gruppe hatte, die dann irgendwie verstorben sind oder sowas, konnte man halt in Teil 3 sowieso nicht mehr nehmen. Aber auch das war irgendwie relativ sinnlos so. Und dann konnte man halt... Bei Teil 3 war es dann völlig... mir fällt das Wort gerade nicht ein.
völlig egal, ob man das jetzt gespielt hat oder ob man jetzt das gute Ende oder das schlechte Ende genommen hat oder wie auch immer. Das war völlig egal. Und man hat einfach nur eine Storyline gemacht. Und das war schade. Also, da haben sie sich so viel verbaut bei mir. Also, wenn sie noch mehr Mass Effect machen würden, würde es mich freuen. Aber dann bitte irgendwie, dass man auch die Freiräume hat, die man sich, die versprochen wurden. Wenn sie keine Freiräume einbauen, dann ist das in Ordnung. Aber dann soll sie das so sagen und nicht sagen, ja, es gibt Millionen Enden fast. Dann, ja, meine Güte. Und wenn man dann trotzdem nur 5 hat und sie sagen, es gibt fast unendlich, dann ist das halt gelogen und dann bin ich halt unzufrieden, weil ich was anderes erwartet habe. Und das ist eigentlich ganz einfach. Genau. Das will ich nochmal ganz kurz gesagt haben. Jetzt sind wir bei der längsten Driver-Folge überhaupt gewesen. Also schreibt mir wieder weiter Kommentare, damit die weiterhin so lang bleiben, die Parts. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.